Hey Dudes, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Holstein Kiel gegen ja, den Rest der Welt in der zweiten Liga. Und wir spielen heute gegen Wolverhampton. Ja, und da wollen wir einfach mal loslegen, nicht? Hier mal durchgestartet. Profi, 6 Minuten, heiter. Ist das nicht toll? Ich habe heute einfach mal aus Spaß den Otaldo zum Kapitän ernannt. Und der Dambo schießt da einfach mal hart drauf. Mal sehen, wie es heute im zweiten Spiel ausgeht. Also Wolverhampton sind natürlich recht stark, denke ich mal, im Vergleich zu unserer Mannschaft. Und heißt ja natürlich nicht, dass die Spieler in Wirklichkeit so schwach sind. Nein, da hat Damo den verspringen lassen. Schade. Das ist unser. Hol ihn dir, hol ihn dir, hol ihn dir, hol ihn dir. Sehr gut. Ah, den hätte ich doch fast abdrücken können. Den hat er aber gut von den Beinen genommen. Ja, und sorry, wenn ich die Spielernamen hier falsch ausspreche. Zum Beispiel Shikora oder so. Dann nenne ich ihn einfach nur noch Fiete. So, Fiete. Auf Dambo. Mit seinem schwachen Linken, starken Linken. Eigentlich ist es ja sein starker Linker. Und cool würde ich das ja finden, wenn vielleicht auch mal ein paar vom Holstein Kiel hier reinschauen würden. Also die echten Leute. Das würde ich ja richtig lustig finden. Auf jeden Fall ein Gruß an die Mannschaft. Falls ihr es mitkriegen solltet oder sehen solltet. Würde mich natürlich freuen, von euch was zu hören. Wahrscheinlich sagt ihr, boah, wie hast du mich erstellt? Ich habe doch keine 60 Stärke. Nein, hast du auch nicht. Boah, gut gerettet. Aber ich wollte die Mannschaft natürlich jetzt nicht zu stark machen. Wie das sonst beim KSV immer war. Ah, das ist ja hier nicht der KSV. Bei uns heißt es immer der KSV, falls man sich wundert. Normalerweise heißt es ja die KSV Holstein. Aber ich sag immer der KSV, weil das ja auch KSV Zockerdudes ist. Und da darf man gerne der KSV sagen. Ist das nicht schön? Hier, zack, zack. Dambo kommt. Schade. Ja, deswegen bin ich darauf immer so, ne? Der Kieler Sportverein heißt es bei uns immer. Deswegen der KSV. Obwohl es ja die KSV ist bei Holstein. Oh, verdammte Axt. Ja, auf jeden Fall würde ich es voll witzig finden. Ich war mal so frei und au, fällt Otaldo hin. Und hab die erste Folge mal an die Pinnwand von Holstein Kiel gepostet. Und vielleicht kriegen die das ja mit. Zumindest die Fanpage wird natürlich nicht unbedingt direkt von den Spielern wohl verwaltet. Na, ah, lauf Otaldo. Ich stand doch schon. Ja, also, Holstein Kiel. Hoffe ich natürlich, dass sie bei FIFA 15 mit dabei sind. Das wäre richtig lustig, da würde ich mich ja totlachen. Aber das ist schon relativ unrealistisch, das anzunehmen. Wow, wow, wow. Gerade als Aufsteiger hat man es natürlich sehr schwer in der Liga. Und da sollte man sich auf jeden Fall mit einem Nicht-Abstiegsplatz begnügen. Ich denke, damit wären sie auf jeden Fall gut dabei. Oh! Mann, habe ich da gerade gezittert. Ich dachte, das Ding geht rein. Gut auf den Boden gespielt. Haider, sehr schön. Marc Haider. Gut gemacht. Da sieht man es nochmal,
Das ist auf jeden Fall eine Wiederholung wert gewesen. Eine vierfache Wiederholung. Shikora. Angeblich heißt er so. Ich weiß ja die Namen alle leider nicht. Das ist ja mein Problem, ne? Das ist ja mein großes Problem. Also ich lese ja immer nur von den Namen. Also was heißt immer? Wenn ich mit den Namen was zu tun habe, dann lese ich von denen. Bin jetzt nicht so ein Ultra oder sowas. Ich bin eigentlich nur generell an Fußball interessiert und mag Holstein Kiel. Aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ja, ich bin schon mein Leben lang Kiel-Fan oder was auch immer. Du bist voller Erfolg-Fan. Nein, das auch nicht. Ich habe schon als kleines Kind immer Holstein Kiel gespielt. Beim Fußballmanager zum Beispiel habe ich Holstein Kiel immer selbst erstellt. Aber ich bin jetzt nicht so der Mega-Ultra-Fan, dass ich hier mir jedes Spiel angucke oder sowas. So, das ist eigentlich bei mir bei fast keinem Verein so. Selbst wenn ich noch andere Vereine habe, die ich mag. Der war schlecht. Mann. Vielleicht hätte ich dann noch auf Dambo ablegen können. Der hätte mit seinen linken Starken mal raufhämmern können. 39 Minuten noch 0:0. Damit kann man arbeiten. Noch 0:0. Sag ich gerade richtig zu diesem Zeitpunkt. Auf Utaldo. Shikora. Ja, wunderbar. Heider. In die Mitte auf. Da ist Sakata. Das war aber echt ganz knapp. Ich weiß, ich spiele hier ein anderes System als Holstein Kiel. 4-1-2-1-2, glaube ich, spielen sie nicht. Aber das ist ja ziemlich populär bei FIFA inzwischen. Dieses 4-1-2-1-2, deswegen ist es auch eine der teuersten Formationen bei Ultimate Team. Verloren die Pille wieder. Aber das ist ein bisschen gefährlich hier, das Spiel. Der Mats hat mir eine lange Liste gegeben von Spielern, die ich mir mal angucken könnte. Und auch bei Facebook habe ich ein paar Spieler bekommen. Nathan Ake zum Beispiel oder Arke. Aber ja, okay, ich würde sagen, vielleicht, dass dann nicht unbedingt Holstein Kiel sich Nathan Ake holen würde oder Arke, wie auch immer der heißt. Oder der würde selbst hier nicht herkommen wollen. Deswegen gucken wir mal, dass wir vielleicht ein paar Spieler aus Deutschland kriegen. Nicht unbedingt jetzt nur Deutsche, aber halt auch aus Deutschland so rundherum. Und da hat der Mats recht eine gute Liste gemacht. Und ich habe eben gerade noch vor diesem Spiel. Oh, verdammt, lauf. Irgendwie war das komisch eingespeichert gerade, verdammt. Dem habe ich jetzt. Ich bin ganz durcheinander. Dem. Armin Younes, dem habe ich eine Anfrage geschickt. Ob er nicht bei Holstein spielen möchte. Also beziehungsweise Gladbach habe ich eine Anfrage geschickt, ne? Das muss man ja da unterscheiden. Ich habe ja nicht direkt Younes kontaktiert, sondern Gladbach. Uiuiuiuiuiui. Oh, das war gut gemacht. Aber hier kein Problem für uns. Heider wartet da schon wieder, der lauert da doch immer. Aufgepasst. Hier kommt die Flanke. Ha, beinahe hätte es da 1:0 gestanden für Wolverhampton. Nein. Oder doch? Abstoß. Also sehr stark da durchgesetzt. Pom. Und pow. War natürlich
dumm. Ich hätte nach hinten ablegen müssen. Habe ich aber in dem Moment nicht so gesehen. Ich habe einfach nur noch Feuer gesehen. Feuer, Feuer. Oh, wie knapp war das denn? Wie knapp war das denn? Otaldo schießt da ordentlich mal aufs Türchen. Ein ordentliches Schüsschen. Oh, oh. Schnell weiter. Wunderbar gespielt. Schön, Jungs. Und da den Ball nicht durchgekriegt, aber sehr stark zurückerobert. Oh, verdammte Axt. Kriegen wir es hier noch gebacken, ein Tor zu schießen? Also ein 0:0 ist natürlich in der Vorbereitung, ja, so lala. Da wird erstmal gewechselt. Oh. Nein, da können wir nichts mehr machen. Doyle. Mann, 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 Mann. So lange haben wir gekämpft. Ach, scheiße. Das ist scheiße. Ah, damit muss man ja rechnen, dass das passiert. Ja, okay. Aber wir kriegen das gebacken noch, Freunde der Sonne. Okay. Hat zu lang gedauert. Oh shit, oh shit. Sigurdsson. Eieiei. So, mit ein bisschen Glück. Oh, ach Schiri. Schiri, das war ein Foul. Alter, werden wir hier bombardiert. Da muss ich erstmal tief durchatmen. Ach du heilige Scheiße. Oh Mann. Kannst du auch ZOM? Tim Danneberg. Ja, meinetwegen. Krause hätten wir sonst hier noch. Emre Can haben wir ja auch da drin. Hebler oder Siedschlag. Nehmen wir mal Siedschlag mal. So, da wird gewechselt. Natürlich sehen die Spieler nicht original aus. Das wäre dann ein bisschen sehr viel Aufwand gewesen. So. Nein, 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 shit. Oh Mann. Da hätte es eigentlich vorne weitergehen können. Okay, durchatmen. Oh, das war ein ganz großer Fehler. Boah, endlich mal ein Schuss, der nicht daneben geht. Nein, 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 nein. Nein. Scheiße, Jungs, doch nicht gegenseitig behindern. Otaldo, mach was.
Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Hey, hey, hey. Er hält mich, er hält mich. Ey, was? Was denn? Der hat mich doch zuerst da durchgepimmelt. Nix da, Leute, nix da. Sowas geht doch nicht. Das ist doch nicht internationale Härte hier. Hier ist Holstein-Härte. Keine Ahnung, was die Holstein-Härte ist. Ah, Ecke. Noch eine. Nicht! Wie geht das denn? Das kann doch nicht sein. Das muss eine Ecke gewesen sein. Wird das unsere erste Niederlage? Gleich im zweiten Spiel die erste Niederlage? Oh je, oh je. Das erste Spiel haben wir natürlich auch ganz gut eigentlich gewonnen, ne? Und jetzt hier schon leider mit ein bisschen Pech. Ja, Pech und Unkönnen. Unfähigkeit. Meinerseits natürlich. Nein, nein, nein. Ich hasse es, wenn bei FIFA das eingespeichert wird. Also man versucht den Schuss abzubrechen, aber er macht das nicht. Oh Mann. Ja, das war's. Das haben wir verloren. Das ist bitter. Ein 0 zu 1. Schade. Ja, Emre Can haben wir ausgeliehen. Ich glaube, den haben wir nur für eine halbe Saison ausgeliehen. Okay, sein Gehalt. Gucken wir gleich. Akzeptiert. Okay, 2,1 Millionen wird akzeptiert. Dann will er ein Gehalt von 6. Jo, Spielerforderung, 4 Jahre. Und ich denke mal, essentieller Stammspieler. Das ist da doch wohl drin. So, das hätten wir dann auch. Dann gucken wir nochmal. Transfer, Budget, Zuweisung. Da muss ich nochmal abwarten. Es geht jetzt in die nächste Partie. Ah, Energie sieht nicht so gut aus. Okay, so machen wir das. Ja. Johansen hat eine Leistenzerrung. Na gut. Dann bedanke ich mich erstmal wieder bei euch fürs Zusehen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüssikowski.